Fließendes Wasser ist für den Schweizer Bürger eine Selbstverständlichkeit. In der Region Baden wird der einwandfreie Zugang an sauberes Wasser von der Regionalwerke AG Baden gewährleistet. Wasser kann als wichtigstes Element des Lebens bezeichnet werden, denn es ist für den Menschen, das Tier sowie auch für die Pflanze das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Ohne die kostbare Flüssigkeit könnte kein Leben auf unserem Planeten existieren. Um zu verstehen, wie sich das Wasser in unserer Umwelt bewegt, schauen wir uns zuerst den Wasserkreislauf an. Das Wasser aus Meeren, Flüssen, Seen sowie auch von der Erdoberfläche verdunstet durch die Erwärmung der Sonne. Das Wasser steigt nun in Form von Wasserdampf in die Atmosphäre auf. Dort sammeln sich die winzigen Wassertröpfchen und bilden Wolken. Treffen diese auf kalte Luft, verflüssigt sich der Dampf und es entsteht Regen, Schnee oder Hagel. Zurück auf der Erde sammelt sich der eine Teil des Wassers in Bächen und Flüssen und gelangt so wieder zurück ins Meer. Der andere Teil versickert im Boden und gelangt damit ins Grundwasser. Das Limmattal ist reich an Wasser aus Seen, Fluss, Bächen, Quellen und Grundwasser. In der Eiszeit vor ca. 23.000 Jahren lag über Schlieren ein 450 Meter dicker Gletscher, wessen Zunge bis Kilwangen reichte. Nach der Eisschmelze bildete sich im Limmattal der Schlierensee. Aufgrund dessen Verschüttung entstand ein enorm großer Grundwassersee. Im Querschnitt können wir erkennen, wie tief sich dieser im Untergrund befindet. Das Oberflächenwasser wird beim langsamen Durchsickern des Bodens gereinigt und mit Mineralien angereichert. Mittels langen Brunnenschächten und strombetriebenen Pumpen werden heute pro Tag ungefähr 6.000 bis 9.000 Kubikmeter kostbares Trinkwasser aus Grundwasserseen gefördert, was circa einer Menge von 40.000 Badewannen entspricht. Die zweite Art der Trinkwassergewinnung in der Region Baden ist die Quellfassung. Von insgesamt 34 Quellen am Heitersberg werden täglich ungefähr 2.000 Kubikmeter Wasser gefasst. Es ist besonders wichtig, dass die Quellfassungen regelmäßig unterhalten und kontrolliert werden. Die Regionalwerke AG Baden betreibt insgesamt 9 Reservoirs, die als Zwischenspeicher dienen. Wir sind hier im Reservoir Belvedere. Das ist das grösste Reservoir, das wir haben in der Wasserversorgung Baden. Erstellt wurde ist es in den 50er Jahren und umfasst 2 Kammern an 4000 Kubikmeter, also gesamthaft 8 Millionen Liter. Die Menge von 8 Millionen Liter kann die ganze Stadt Baden für einen Tag lang mit Trinkwasser versorgen. Doch das Wasserversorgungsnetz ist einiges komplexer aufgebaut. Die Reservoirs befinden sich in 7 Druckzonen auf unterschiedlicher Höhe. Dies dient einerseits der Druckregulierung, der Einsparung von Energie und den saisonalen Verbrauchsschwankungen. Das Wasser wird täglich umgesetzt, da sich sonst im stehenden Wasser Keime vermehren können. Der Unterhalt des 160 Kilometer langen Wassernetzes ist sehr aufwendig. Jedes Jahr werden 1-2% davon ersetzt. Bei der Legung der Leitungen ist eine gute Rohrbettung durch einen Kies- und Sandmantel besonders wichtig. Uns ist es wichtig, dass wir genau und präzise arbeiten. Eine weitere Aufgabe der RWB Baden ist die Brunnenreinigung. Da das Brunnenwasser direkt in Oberflächengewässer, in die Sauberwasserkanalisation oder in das Grundwasser abfließt, ist es von größter Wichtigkeit, keine Chemikalien bei der Reinigung zu benutzen. Ich habe wieder Freude an dem Brunnen und ich hoffe, dass die Bevölkerung von Baden an dem Brunnen auch wieder Freude hat. Privathaushalte, Spitäler, Alterszentren und die Lebensmittelindustrie müssen sich auf sauberes Wasser verlassen können. Denn einwandfreies Trinkwasser ist für Mensch und Tier das wichtigste Lebensmittel und wird deshalb in vielen Produkten und Anwendungen verwendet. Bei uns im Alterszentrum Kehl ist Wasser ein ganz wichtiges Element, das Lebenselixier. Bei uns leben über 140 Pensionärinnen und Pensionäre und wir haben etwa 100 Mitarbeiter und hier ist Wasser wichtig. Damit die hohe Qualität des Badener Trinkwassers stets gewährleistet werden kann, wird die Wasserqualität regelmäßig kontrolliert. Um die Trinkwasserqualität zu kontrollieren, nehmen wir ja regelmäßige Wasserproben für das kantonale Labor. Im kantonalen Labor des Amtes für Verbraucherschutz werden die Wasserproben mittels mikrobiologischer sowie physikalischer und chemischer Analysemethoden untersucht. Auch die technischen Anlagen werden genauen Inspektionen unterzogen. Unsere Wasserversorgung ist im Grunde genommen nichts anderes als ein lebensmittelverarbeitender Betrieb. Im Unternehmen haben wir sehr gut ausbildende Mitarbeitende, die die Qualität des Trinkwassers auf höchstem Niveau garantieren.
Regionalwerk Baden-Bern. Bei Zwischenfällen reagiert die Regionalwerke AG Baden sofort. Die zuständigen Personen sind schnellstmöglich vor Ort. Zeigen Sie Ehrfurcht gegenüber unserer lebensschenkenden Umwelt. Abfall gehört in den Kehricht, nicht in das Wasser. Damit die Wasserversorgung der Region Baden Tag für Tag sichergestellt ist, stehen die Mitarbeiter der Regionalwerke AG Baden für Sie im Einsatz. Wasser ist Leben.